Genau, alle Jahre wieder. Und nur am dritten Adventswochenende ist Weihnachtsmarkt in Lößnitz. Es duftet nach Glühwein, Räucherkerzen und die romantischen Lichter tauchen den Markt in ein wunderbares Flair. Am Freitag mit dem Sternenmarsch der Kinder und dem Prolog Engel und Bergmann. Ein weihnachtliches Bühnenprogramm erwartet Sie. Unter anderem am Samstagabend mit den Bergsängern Geier und der Blechbläserweihnacht. Und am Sonntag der große Bergaufzug. Am dritten Advent ist Weihnachtsmarkt. Alle Jahre wieder. Nur in Lößnitz. Guten Abend. Der 11.12. auch an diesem Tag im letzten Monat des Jahres gibt es bei RTV Kompakt Neues aus dem Erzgebirge. Kristalle vergeben, Breitenbrunn ehrt Bürger. Pferde gesattelt, Reitverein gestaltet Märchen. Und Straße geöffnet, Ampel regelt Durchfahrt. Glück auf! Nach wie vor haben im Erzgebirge Weihnachtsmärkte geöffnet. Am Mittwoch zwischen dem 2. und 3. Advent könnte man fast von der Halbzeit sprechen. Was zieht uns auf die Märkte? Der Rummel? Die weihnachtliche Atmosphäre mit Weihnachtsliedern und den vielen Lichtern? Das Warenangebot oder Bratwurst und Glühwein? An den Fressbuden ist ja in den letzten Jahren ja auch manch Neues hinzugekommen. Ein Dauerbrenner ist die gute alte Speckfettbämme. An der sollte man besonders in diesem Jahr nicht vorbeigehen. Die Bämme ist nämlich das sächsische Wort des Jahres. Das wird seit 2008 jährlich von der Ilse-Behnert-Stiftung gekürt, um aussterbende Wörter zu retten. Die Erzgebirgsnachrichten jetzt. Festlich und weihnachtlich ging es am vergangenen Wochenende beim Pferdesportverein im erzgebirgischen Oelsnitz zu. Noch einmal wurden die Pferde fein säuberlich herausgeputzt, um in der abendlichen Reiterrevue das Stück Drei Haselnüsse für Aschenbrödel zu zeigen. Aber bevor die Pferde das Publikum verzücken durften, hatte erst einmal der Weihnachtsmann mit seinem Christkind die Aufgabe, alle Anwesenden zu begrüßen. In der Weihnachtszeit dürfen Sie sich auf diesem Sender über die erzgebirgische Version von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel freuen. ErzTV zeigt über die Feiertage einen ausführlichen Bericht über die Pferdeweihnacht des Pferdesportvereins Oelsnitz. Das Programm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum wird fortgesetzt. Im Jahr 2020 stehen weitere 25 Millionen Euro für neue Projekte zur Aufwertung der Ortskerne in Dörfern und Kleinstädten im ländlichen Raum zur Verfügung. Der 5. Aufruf für das Programm wurde am 10. Dezember gestartet. Gefördert werden öffentliche Einrichtungen und dörfliche Begegnungszentren in bestehenden Gebäuden, Schulen und Kindertageseinrichtungen, multifunktionale Platzgestaltungen und die Beseitigung ruinöser Bausubstanz. Freizeiteinrichtungen sowie die Verbesserung bestehender Freibäder gehören auch dazu. Weiterhin können medizinische Einrichtungen einschließlich digitaler Rezeptsammelstellen, der Einzelhandel sowie Betriebsübernahmen in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Bäckereien und Fleischereien unterstützt werden. Mit dem Programm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum wurden seit dem Jahr 2016 in mittlerweile 4 Aufrufen insgesamt 159 Vorhaben mit einer Unterstützung von 60 Millionen Euro auf den Weg gebracht. So erhielt beispielsweise die Gemeinde Hohndorf einen Zuschuss von 373.000 Euro für das Vereinshaus des Schnitz- und Klöppelvereins. Die modernisierten und barrierefrei umgestalteten Räume verbessern die Nutzungsqualität für die Vereinsmitglieder und die Besucher. Staatsminister Thomas Schmidt hatte sich im Februar davon ein Bild gemacht. Aktuell sagte Schmidt über das Programm Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum:
Die Folgen des demografischen Wandels prägen leider so manchen Ortskern. Unser Ansatz ist es, unsere Dorfkerne lebendig zu gestalten. Gefragt sind dabei generationenübergreifende Ideen für eine veränderte Nutzung von Gebäuden und für multifunktionale Einrichtungen, wobei bei allen baulichen Maßnahmen der Abbau von Barrieren eine wesentliche Rolle spielt. Zum Unfall, der sich in der Nacht auf Montag in Schwarzenberg ereignete, sind weitere Fakten bekannt geworden. Der 20-jährige Audi-Fahrer zog sich beim Unfall laut Polizei Verletzungen zu. Er wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Zum Unfallzeitpunkt stand er offenbar unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr etwa 100.000 Euro. Insgesamt wurden 7 Pkw, ein Hydrant und eine Müllstation zumeist erheblich beschädigt. Dass ein Zeuge einer möglichen Straftat seine Wahrnehmungen erst nach relativ langer Zeit der Polizei mitteilte, ist zwar nicht alltäglich, für die Ermittler aber auch kein unbekanntes Phänomen. In einem Fall aus Schwarzenberg, der auch schon deutschlandweit Beachtung fand, könnte wieder Bewegung kommen. Am 19. Januar 2011 war in einem Altkleidercontainer im Schwarzenberger Stadtteil Sonnenleite auf dem Parkplatz des damaligen Frischemarktes an der Sachsenfelder Straße ein toter Säugling gefunden worden. Seitdem ermittelt die Zwickauer Kriminalpolizei in diesem Fall und versucht, die Mutter des toten Säuglings ausfindig zu machen. Nunmehr ist es in Zusammenarbeit mit dem Zeugen gelungen, das Phantombild einer Frau zu erstellen. Diese ist von dem Zeugen im Zeitraum der Ablage des toten Jungen in dem Altkleidercontainer zwischen dem 4. und 19. Januar 2011 auf dem Parkplatz des damaligen Frischemarktes gesehen worden, wie sie einen Beutel in den Container einwarf. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß, etwa 40 bis 45 Jahre alt, schlanke Gestalt, glatte, schulterlange, schwarz getönte oder gefärbte Haare, vorn mit Pony und vorn rechts mit mehreren roten Strähnchen versehen, ungeschminktes, schmales Gesicht, ohne sichtbare Piercings oder Tattoos, keine Brille, schmale Augen, kleine, leicht abgerundete Nase, Ohren von den Haaren überdeckt, leicht Solarium oder naturgebräunte Haut, augenscheinlich deutsche Herkunft. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise auf die Identität der beschriebenen Frau, um sie zum Fall befragen zu können. Ob sie mit der Tat in Zusammenhang steht oder nicht, lässt sich über einen DNA-Test zweifelsfrei klären. Wer kennt eine Frau, auf welche die Beschreibung bzw. das Phantombild im Januar 2011 zutreffend war? Haben Sie keine Angst, durch Ihren Hinweis eine Frau fälschlicherweise in Bezug zum in Rede stehenden Fall zu bringen? Denn mit der DNA können eindeutig und zweifelsfrei nicht zutreffende Hinweise sicher ausgeschlossen werden. Auer hat mit dem Rachamannermarkt einen von der Dauer relativ kurzen Weihnachtsmarkt. Er beginnt am Freitag vor dem ersten Advent. Zu Ende geht der Rachamannermarkt dann nach nicht mal ganz 3 Tagen am ersten Adventssonntag. Das ist manchen zu wenig. Immer wieder wird seit Jahren in Aue der Wunsch nach einem längeren Weihnachtsmarkt laut. Auch ein Wechsel des Marktgeschehens ins Areal von Carola-Teich und Kulturhaus wurde ins Gespräch gebracht. Wie die Freie Presse berichtet, wäre Oberbürgermeister Heinrich Kohl diesbezüglich zu einer Diskussion mit der Industrie- und Gewerbevereinigung Aue bereit. In der Reihe Am Auersberg – Schriften zur Geschichte, herausgegeben von der Stadt Eibenstock, sind weitere Bände erschienen. Band 10 befasst sich mit Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, Geschichten aus der Bergstadt Eibenstock. Band 11 trägt den Titel Die Talsperre Eibenstock, das Wasserwerk Burkersdorf. Diese Broschüre ist zum Preis von 11 Euro im Tourist Service Center Eibenstock sowie im Stickereimuseum erhältlich. Band 10 kostet dort 19 Euro. Die Vollsperrung auf der S-272 zwischen Eibenstock und Johanngeorgenstadt wurde am Mittwoch aufgehoben. Im Abschnitt zwischen Wildenthal und Oberwildenthal waren Fahrbahnabsenkungen festgestellt worden. Deswegen musste die Staatsstraße am 3. Dezember mit sofortiger Wirkung voll gesperrt werden. Der Schaden ist aber noch längst nicht behoben.
Bis auf Weiteres wird die Verkehrsführung jetzt durch eine Ampel geregelt. Johann Georgenstadt auf deutscher Seite und die Karlsbader Kurwälder auf tschechischer Seite haben sich mit ihrem Vorhaben, das Jahr im Wald, eine Reihe von Veranstaltungen vorgenommen, die das Leben im Wald binnen eines Jahres näher unter die Lupe nehmen. Dafür gibt es jetzt über 15.000 Euro aus dem Kleinprojektefonds des Kooperationsprogramms Freistaat Sachsen, Tschechische Republik 2014 bis 2020. Mit dem Projekt sollen Vertreter aus Wald- und Forstwirtschaft, Umweltschutz, Kommunen und Vereinen Gelegenheit zu grenzüberschreitenden Kontakten mit Erfahrungsaustausch erhalten. Auch die Interessen der Einwohner der Partnerstädte sollen Berücksichtigung finden. Familienfreundlich, innovativ, traditionell, fit für die Zukunft. Dieser Slogan stand über der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins Zukunft Westerzgebirge. Beim Verein handelt es sich um die lokale Aktionsgruppe, die den LEADER-Prozess im Westerzgebirge bündelt. Wir berichten in dieser Woche darüber. Die Region Westerzgebirge, wie sie der Verein Zukunft Westerzgebirge versteht, umfasst ein Gebiet von 675 Quadratkilometer mit 19 Städten und Gemeinden im Erzgebirgskreis und im östlichen Teil des Vogtlandkreises. In dieser Region leben rund 140.000 Menschen. Vereinsziel ist es, das Westerzgebirge weiter als Wohn-, Wirtschafts-, Erholungs- und Sportregion zu entwickeln. Mit der Förderung als LEADER-Region 2014 bis 2020 wird diese strategische Zielstellung unterstützt. Profitiert hat davon auch das Kiez-Waldpark Grünheide im Vogtlandkreis. Wir haben gerade unsere touristische Infrastruktur, ne, die ja sowohl den Kiez, unseren Klassenschülern und Gästen zugutekommt, aber auch der ganzen Region, ne, haben wir wirklich mit viel Fördermitteln in letzter Zeit aufbauen können. Also mit dem Kletterpark sind wir ganz stolz drauf, das war unser erstes Projekt, vielleicht sogar das größte, ne, der erste Kontakt mit der LEADER-Region, mit Frau Fischer, mit Frau Bauer, ne, super Zusammenarbeit, ne, und läuft jetzt im zweiten Jahr, ne, und haben jetzt noch vier andere Projekte nach und nach, die jetzt in der Umsetzung sind. Ne. Wie der Kiez-Geschäftsführer Joachim Otto wissen lässt, fand er bei den Mitarbeitern des Vereins Zukunft Westerzgebirge immer ein offenes Ohr. Diese ganze Fördergeschichte, ne, das ist ja eher artfremd, dass man damit umgehen muss. Ne. Und LEADER ist ja durch die Zweistufigkeit auch nicht ganz unkompliziert. Ne. Und da ist wirklich da die Geschäftsstelle mit der Frau Fischer, mit Frau Bauer, ne, oder mit Frau Bauer, die Reihenfolge, ist da wirklich immer so ein toller Partner, die erklären, jetzt haben wir auch Geduld mit ein oder wenn man nochmal was nachreichen muss. Ne. Das Büro des Regionalmanagements ist Anfang 2019 umgezogen. Der Verein Zukunft Westerzgebirge ist in Aue auf der Rosa-Luxemburg-Straße 19 zu finden. Mehr dazu ist im Internet unter www.zukunft-westerzgebirge.eu zu erfahren. Auch das gibt's. Der 10. Dezember war der Tag der ungleichen Lebenserwartung. Dessen Hintergrund? Statistisch betrachtet haben Männer eine kürzere Lebenserwartung als Frauen. Männer sterben im Durchschnitt mehr als 5 Jahre eher als Frauen. Dieser Unterschied ist rein biologisch nicht zu erklären. Die Ursachen sind eher in der unterschiedlichen Lebensführung zu suchen. So sind, wie das Statistische Landesamt in Sachsen mitteilt, zum Beispiel 2017 72% der an Lungenkrebs gestorbenen Männer. 78% der Suizidopfer männlichen Geschlechts und auch 67% aller Verkehrstoten waren Männer. Das eben Erwähnte hat ausdrücklich nicht mit unserem nächsten Beitrag zu tun, aber auch da geht es zunächst um Männer. Als in Breitenbrunn für dieses Jahr die höchste kommunale Auszeichnung Kristall des Erzgebirges vergeben wurde, war das reine Männersache. Bei der Veranstaltung Weihnachten im Gebirg rief Breitenbrunns Bürgermeister Ralf Fischer letztendlich 6 gestandene Herren auf die Bühne. Die Antonsthaler Joachim Lang und Klaus Schramm haben sich als Vorsitzende des Heimatvereins Silberwäsche Antonsthal Verdienste erworben. Aus dem Ortsteil Tellerhäuser wurde Matthias Schmidt für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Sportvereins gewürdigt. Auch der Breitenbrunner Peter Gressler konnte einen Kristall des Erzgebirges mit nach Hause nehmen. Gressler war über 2,5 Jahrzehnte Vorsitzender der Breitenbrunner Schützen. Bernd Henschel und Dietrich Meyer aus Rittersgrüner wurden für ihre Initiative bezüglich der Rittersgrüner Fuchsjagd geehrt.
Die Veranstaltung Weihnachten im Gebirg bietet in der Mehrzweckhalle Breitenbrunn seit einigen Jahren Informatives und Unterhaltsames für alle Generationen. Für die Jüngsten gab es zum Beispiel eine Wichtelwerkstatt. Mit Hilfe des hiesigen Deutschen Kinderschutzbundes konnten an Bastelstationen kleine Geschenke für die Eltern oder Großeltern gebastelt werden. Auch dekorativer Weihnachtsschmuck konnte von den Kindern gestaltet werden. Natürlich gehört zu Weihnachten im Gebirg ein passendes Bühnenprogramm. Kurz noch zwei Termine. Blut kann jetzt am Freitag im Fritz-Körner-Haus in Bayerfeld gespendet werden. Zeitlich möglich ist das von 13 bis 19 Uhr. Vom 13. bis 15. Dezember lädt der 329. Lößnitzer Weihnachtsmarkt wieder Besucher aus nah und fern in die schön geschmückte Altstadt ein. Traditionell startet das Weihnachtsmarktwochenende am Freitag am oberen Reichenbachstollen. Am Freitag stehen von 16 bis 19 Uhr die Mettenschichtaufführung vor dem Kuttenhaus im Besucherbergwerk Kuttengrund Lößnitz mit den Bergbläsern der erzgebirgischen Blasmusikanten auf dem Programm. So, wir haben es geschafft für heute. Das waren sie, die Nachrichten und Freizeittipps aus der Region am Mittwoch. Mehr von uns finden Sie aktuell auf erztv.de und auf unserer Facebook-Seite und natürlich auch bei Instagram. Donnerstagabend haben wir vielleicht wieder ein Date. Wir würden uns jedenfalls freuen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Abend. Glück auf!